Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute gibt es hier in unserer Küche einen Partyklassiker. Heute gibt es Käse-Lauchsuppe. Partyklassiker deswegen, das gab es eine Zeit lang, wirklich so über ein, zwei Jahre, bei jeder zweiten Familienfeier. Denn ich habe eine sehr, sehr große Familie und irgendjemand hat dieses Rezept mal angeschleppt und hat mir gesehen, oh, das ist einfach, kann man ganz schnell für viele Leute vorbereiten, es schmeckt jedem und es ist vor allem nicht viel Arbeit, ja, wie man bei uns immer so schön sagt. Es ist in der Tat nicht viel Arbeit und es ist auch wirklich etwas, was sehr, sehr schmackhaft ist. Und wie das funktioniert, das könnt ihr nachlesen in unserem Lieblingsrezepte Band 5 ist es, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist eh egal, weil wenn ihr es nicht habt, die Dinger sind leider ausverkauft. Deswegen zeige ich es euch heute hier. Wir beginnen mit unserem Hackfleisch. Das hier sind 400 Gramm, halb, halb. Das Ganze kommt in unseren Thermomix. Dann ein Teelöffel Salz drauf. Ein halber Teelöffel Pfeffer und ein Esslöffel ungefähr Öl. Also das mache ich jetzt nach Augenmaß. So, kommt hin. Das Ganze wird jetzt angebraten und zwar 5 Minuten auf Stufe 1 mit 100 Grad. Wenn ich den Deckel noch drauf machen würde, würde es wahrscheinlich noch besser gehen. Aber das sagt er mir auch direkt. Deckel ist nicht drauf. Also 100 Grad, Stufe 1, 5 Minuten. Auf geht's. Palim, palim. So, unser Hackfleisch ist schon mal vorgedünstet. Ja, gebraten kann man ja nicht sagen, weil das ist eines der wenigen Dinge, die der Thermomix nicht kann. Braten. Da es eine Lauchkäsesuppe wird, muss natürlich auch Lauch rein. Und zwar haben wir 440 Gramm, ja, haben wir schon in Ringe hier für euch geschnitten. Die kommen da rein. Dann kommt ein 3/4 Liter Gemüsebrühe rein. Wir machen das mit unserem Suppengrundstock. Da mache ich 2 Esslöffel jetzt mal dazu, weil das durchaus würziger sein darf jetzt. Wie gesagt, 3/4 Liter Wasser dazu. Also 750 Milliliter oder wenn ihr es im Thermomix abwiegt, 750 Gramm. Das Ganze rein, 15 Minuten auf 100 Grad Stufe 1. Und los geht's. Unsere Käse-Lauchsuppe ist jetzt soweit fertig. Wir müssen jetzt warten, bis es auf 90 Grad runtergekühlt ist, bevor wir den Frischkäse reinmachen und die Sahne. In der Zwischenzeit kann ich euch zum Beispiel auch verraten, dass ihr, wenn ihr mögt, da auch Champignons dazugeben könnt. Ganz klar, ne? Da kann man viel variieren mit. Und ich mache es heute mit Frischkäse. Es geht auch mit Schmelzkäse. Ja? Schmelzkäse, das ist ja auch sowas ganz. Ich finde das gut. Also so bei manchen Sachen finde ich es echt gut. Ich würde es nicht aufs Brot schmieren. Oh, das sieht aber schon sehr gut aus. Sehr lecker. Also ein bisschen abkühlen lassen noch. Dann kommen 200 Gramm Frischkäse rein. 50 Gramm Sahne, dann schmeckt man das Ganze noch mal ein bisschen ab mit Pfeffer, mit Currypulver. Ja. Temperaturanzeige sagt 90 Grad. Also 200 Gramm Frischkäse rein. Das ist quasi eine ganze Packung. Und 50 Gramm Sahne ebenfalls dazu. Wie gesagt, ich mache jetzt etwa so ein halbes Teelöffelchen Currypulver da rein. Ihr könnt ja nachher dann auch noch nachwürzen. So, ich mache noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann mischen wir das Ganze jetzt noch unter. Wir halten die Temperatur bei 90 Grad. Und zwar 2 Minuten auf Stufe 2. So, ich habe mir schon mal einen Teller und ein Löffelchen genommen zum Probieren, denn unsere 2 Minuten sind um und jetzt schauen wir mal. Also aussehen tut das schon mal richtig gut, riechen tut es auch fantastisch. Obwohl ich leicht erkältet bin, rieche ich das wirklich gut. Aber da das nicht die erste Sendung ist, die wir heute hier gemacht haben und ich schon einiges gegessen habe,
glaube ich, dass ich nicht wirklich viel davon essen kann. Zumindest nicht jetzt. Aber probieren werde ich auf jeden Fall. Das sieht genauso aus, wie das aussehen muss. Ja, herrlich. Und weil, nee, das schmeckt auch richtig gut. Also das ist eine wirklich großartige Partysuppe. Ich habe ja gesehen, es dauert ein bisschen, ja, 15 Minuten, 20 Minuten Kochzeit, aber Zubereitung, es ist so schnell gemacht. Das ist jetzt wirklich ein ganzer großer Kessel voll. Kann man mit Sicherheit auch auf Vorrat machen und dann aufwärmen, weil das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, wenn das ein bisschen zieht und man wärmt es nochmal auf. Ist ja oft bei Suppen so oder bei manchen, dass wenn man die nochmal aufwärmt, dass sie dann nochmal besser schmeckt. Also das hier schmeckt auf jeden Fall sehr gut, aber wie ich schon vermutet habe, durch den Käse und so, es ist schon sehr massig. Man kann natürlich auch die Hälfte nur an Frischkäse oder Schmelzkäse nehmen, dann ist die nicht ganz so sämig, aber ich glaube, das verträgt schon. Ich bin halt jetzt eigentlich fast satt, aber ich esse trotzdem, weil es so lecker ist. Ich wünsche euch auch einen guten Appetit, wenn ihr das mal ausprobiert habt, solltet ihr auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal, wie eure Erfahrungen sind. Bis dahin sage ich tschüss, guten Appetit.